Herzlich willkommen zu ein paar koordinativen Übungsformen. Heute brauchen wir dafür zwei Tennisbälle. Es kann ja durchaus sein, dass jemand keine Tennisbälle zu Hause hat. Dann würden auch zwei Sockenpaare gut funktionieren. Oder eventuell kleine Steinchen, die wir in Schmierblätter einbacken können. Funktioniert auch. Okay? Was es noch braucht, ist ein wenig Geduld und Durchhaltevermögen, denn diese Übungen, es ist nicht Sinn, dass diese Übungen gleich beim ersten Mal alle klappen und funktionieren. Sollte der Ball mal wegrollen, runterfallen, einfach wiederholen und weitermachen. Okay? Ganz nach dem Motto, Übung macht den Meister. Es kann durchaus auch sein, dass mir einmal der Ball wegspringt, aber einfach wiederholen und weitermachen. Gut, wir starten mit zwei Bällen oder zwei Sockenbahnen und fangen einmal an, schön aufzuwerfen und wieder zu fangen. Mal beide zugleich. Schön gerade aufwerfen. Okay. Ein paar kleine Spielereien. Lassen den Ball zurückrollen und kicken ihn wieder nach vorne. Gut, wir nehmen wieder einen Stein oder ein Zeitungspapier und probieren es hinterm Rücken hochzuwerfen und zu fangen. Dasselbe probieren wir unter dem Bein von innen nach außen. Und dasselbe von außen nach innen. Okay, probieren wir etwas für unsere Schulterbeweglichkeit, den Ball von oben zu übergeben. Kleine Spielerei wieder. Auf den Handrücken und wieder fangen. Ja. Schwierig. Und andere Hand, immer beidseitig üben. Und gut, wechsle ich wieder. Jetzt probieren wir über Kreuz zu werfen, zu fangen. Eins, zwei, fangen, fangen. Werfen, werfen, fangen, fangen.
Und jetzt starten wir mit der anderen Hand. Werfen, werfen, fangen, fangen. Das kann man auch mit derselben Hand probieren. Also hochwerfen und wieder fangen. Hochwerfen, hochwerfen, fangen. Und mit links wird es sicher schwieriger für mich. Probieren gerade hochzuwerfen. Eine letzte schwierige und anspruchsvolle Übung aus der Live-Kinetik: Bälle gerade nach oben werfen und über Kreuz zu fangen. Dann wieder nach oben werfen, gerade, und wieder normal zu fangen. Probieren wir. So, jetzt hatte ich immer die rechte über der linken Hand. Jetzt probiere ich, die linke über der rechten Hand zu kreuzen. Okay, schwierige Übung, auch für die Konzentration. Tut uns aber gut, um unsere rechte und linke Gehirnhälfte besser miteinander zu verknüpfen, um unsere Koordination, unsere Konzentration zu verbessern. Viel Spaß beim Üben und beim Nachmachen. Immer am Ball bzw. an den Bällen bleiben. Und wie gesagt, Übung macht den Meister. Auf Wiedersehen.